Schweizer Hauptstadt ist einen Tag lang Brennpunkt der Leichtathletikszene. Das Horst-Mandl-Memorial geht im Askö-Stadion in Graz-Eggenberg in seine zweite Auflage und holt die internationale sowie die nationale Leichtathletik-Elite in die Steiermark. Wir bemühen uns, dass es immer besser anläuft. Nächstes Jahr möchte man natürlich in eine höhere Kategorie steigen, dass die internationalen Athleten das auch mit dem World Ranking da ein bisschen leichter bekommen. Am Vormittag ist allerdings noch der Nachwuchs an der Reihe. Auf die U12 und U14 Bewerbe legen die Veranstalterinnen Elisabeth Bauer und Elisabeth Eberl großen Wert. Family Zone ist sehr gut angekommen bei den Kleinsten. Und im Nachwuchs haben wir auch einige tolle Leistungen sehen dürfen. Am Nachmittag gehen dann die Profis an den Start. Im Hinblick auf die Mitte August startende Europameisterschaft in München ist dieses Top-Meeting die ideale Generalprobe. Das gilt insbesondere für die drei rot-weiß-roten EM-Fixstarter, die Siebenkämpferin Ivona Dadic, Speerwerferin Viktoria Hudson und Stabhochspringer Ricardo Klotz. Ich bin letztes Jahr im letzten Wettkampf für das U23 EM-Limit gesprungen. Heute, ja, perfekte Generalprobe für die EM der Erwachsenen jetzt. Und ja, ist eines meiner Lieblingsstadien, vor allem weil die Fans so nah sind und das macht einfach sehr, sehr viel aus. Emotion pur ist bei der sechsten Station der siebenteiligen Austria-Top-Meeting-Serie garantiert. Vor allem aber dank Ricardo Klotz im Stabhochsprungbewerb. Leider musste WM-Teilnehmer Robert Renner aus Slowenien kurz vor dem Bewerb seine Teilnahme zurückziehen. Seine Stäbe hatten bei der Anreise Verspätung. Nachdem der Tscheche Dan Barta bei 5,15 Meter schon scheitert, ist Ricardo Klotz früh alleine im Bewerb. Ready. 5,15 Meter gelingen ihm im ersten Versuch. Über 5,35 Meter und 5,45 Meter benötigt der U23 EM-Finalist des Vorjahres jeweils zwei Sprünge. Die 5,55 Meter-Marke gelingt ihm erst beim dritten Anlauf. Danach werden 5,65 Meter aufgelegt, was für Klotz eine neue persönliche Bestmarke bedeuten würde. Und auch diese Höhe schafft Klotz unter tosendem Applaus des Publikums. Er gewinnt den Stabhochsprungbewerb und stellt mit 5,65 Meter kurz vor der EM einen neuen persönlichen Rekord auf. Verdammt gut, würde ich sagen. Nein, es ist echt ein Geschenk, dass zurzeit so gut läuft und es freut mich sehr. Ich bin einfach mega dankbar, dass so viele Leute kommen sein, dass so viele Kids da sind. Es freut mich voll und es ja, ist eine riesen Ehre. Ja, ich muss sagen, also ich habe die letzten paar Tage mal ein bisschen Urlaub gemacht. Ich war bei Freunden in Graz schon und habe mir einfach ein bisschen, ja, mal, soll ich sagen, Batterien ein bisschen aufgeladen, einfach ein bisschen weg von der Leichtathletik, kurz durchschnaufen. Und ich habe schon beim Aufwärmen gemerkt, dass ich mich sehr, sehr gut fühle. Ich habe einfach riesen Spaß gehabt. Es war einfach der Tag schon mega, die Sonne hat gescheint. Und es macht bei mir immer sehr viel aus, wenn einfach die Stimmung passt. Und ja, ich bin sehr gut in den Wettkampf gestartet. Es waren einmal kurz ein bisschen Schwierigkeiten, weil der Wind ein bisschen gedreht hat. Aber ich habe mich wirklich von Anfang an sehr, sehr gut gefühlt. Und ja, ein bisschen Glück war dabei, gerade bei den 5,55, dass die Latte da liegen bleibt. Und ja, dass das heute echt so klappt, ist natürlich wirklich ein Geschenk. Auf den österreichischen Rekord von 5,77 Meter, aufgestellt von Hermann Fähringer, fehlen ihm nur 12 cm. Ob es schon nächstes Jahr sein soll, weiß ich nicht. Es müssen einfach viele Sachen passieren, dass es wirklich so gut zusammenläuft. Und ja, ich hoffe, dass da auf jeden Fall mein Name steht und dass das ja meine Hinterlassenschaft einmal ist. Der Rekord ist also noch Zukunftsmusik, die am 15. August beginnende Europameisterschaft in München allerdings nicht. Trotz der Topleistung beim Horst-Mandl-Memorial will Klotz ohne Druck zur EM reisen. Eigentlich muss ich sagen, ich habe keine großen Ziele. Es war echt sehr, sehr knapp, dass sich das ausgeht und am letzten Drücker. Ich bin als letzter gemeldet, deswegen bei mir ist voll Angriff, weil, naja, kann es nur nach oben gehen.
Eine ebenso gut gelungene Generalprobe legt Speerwerferin Victoria Hudson hin. Die 26-Jährige kann nach dem verpassten WM-Finale ihre Enttäuschung ablegen und schafft beim von ihrer Trainerin Elisabeth Ewall organisierten Meeting den Befreiungsschlag. Gleich mit dem ersten Versuch sichert sich die 26-Jährige den Sieg im Speerwurf. Das 60 Gramm schwere Wurfgerät fliegt auf 60,89 Meter, ihre drittgrößte Weite der Saison. Sie setzt sich damit gegen die Tschechin Martina Pisova und die Kroatin Lucia Kvitanovic durch. Und das mit einem Vorsprung von über 8 Metern. Ich bin extrem zufrieden. Ich habe es beim Einwerfen schon gemerkt, dass es heute ganz gut geht. Ich habe einen guten Zug gehabt am Speer. Es hat heute Spaß gemacht zu werfen. Die Bedingungen waren super. Der Rückenwind war auch ganz gut. Also es hat wirklich uns alles gut in die Karten gespielt und ich bin super happy. Hudson fühlt sich für die EM gerüstet. Ja, ich möchte einfach noch einmal so einen guten Wettkampf machen wie heute. Wenn ich jetzt im ersten Wurf bei der Europameisterschaft diese Leistung von heute werfe, dann bin ich ziemlich fix im Finale und ich weiß, dass ich das immer drauf habe. Da muss ich jetzt nicht zaubern, dass ich das hinbekomme und ich hoffe, dass es auch von den Nerven her passen wird und dass ich das dann auch in München dann abliefern können werde. Leistung abrufen muss auch Siebenkämpferin Ivona Dadic. Auch sie setzt beim Horst Mandl Memorial ihre EM-Vorbereitung fort. Die Oberösterreicherin hadert allerdings mit ihrer Performance. Im 100-Meter-Hürdensprint, hier auf Band 2, wird sie mit einer Zeit von 14 Sekunden 10 im Vorlauf nur Achte und verzichtet auf den Finallauf. Ja, die Zeit ist weniger zufriedenstellend, also da hätte ich mir eigentlich schon einiges mehr erwartet. Ich habe mich halt eigentlich auch gut gefühlt, warum ich es dann nicht auf die Bahn gebracht habe, weiß ich selbst noch nicht. Das werden wir halt dann heute am Abend analysieren und hoffentlich einfach die nächsten zwei Wochen so nutzen, dass ich echt wirklich mit den Zeiten runterkomme und dann mit einem guten Gefühl nach München fahre. Dadic bestreitet im Anschluss den Weitsprungbewerb. Auch der läuft mit einer Weite von 5,80 Meter, trotz Gesamtrang 3 nicht wirklich nach Wunsch. Wir haben schon nur einiges trainiert, aber 5,80 ist auch mit müden Beinen nicht so gut für mich. Und ich muss jetzt einfach wirklich schauen, dass Richtung EM einiges besser wird. Wenn ich dort einen richtig guten Wettkampf machen muss ich da nur einiges drauflegen. Aber das Ziel für die EM ist trotzdem klar. Ich habe mir jetzt absichtlich keine Punkteanzahl vorgenommen oder Platzierung, weil ich einfach dort einen guten Wettkampf machen muss. Im besten Fall 7 Saisonbestleistungen und vielleicht die eine oder andere Bestleistung, damit dann ein guter Wettkampf dabei rauskommt. Und im Endeffekt abgerechnet wird noch 800 Meter. Bis dahin werde ich jetzt noch anständig trainieren, damit es halt einfach dort funktioniert. Das Event dient allerdings nicht nur zur EM-Vorbereitung. Insgesamt duellieren sich Athletinnen und Athleten aus 17 Nationen um Podestplätze. Das gelingt unter anderem einigen heimischen Sportlerinnen und Sportlern. Im 100-Meter-Hürdenfinale wird Lisa-Marie Grammer starke Vierte. Die 22-Jährige läuft die 100-Meter-Hürden in 14 Sekunden 48. Der Sieg geht an die Jamaikanerin Crystal Morrison mit einer Zeit von 13 Sekunden 03. Olympiasiegerin von 2008 und Weltmeisterin Millaine Walker muss sich über die 200-Meter-Hürden geschlagen geben. So. Jedes Mal, wenn so etwas passiert, analysiere ich den Fehler und versuche, ihm auf den Grund zu gehen. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr der Champion bin. Ich will wiederkommen und gewinnen. Erst vor kurzem hat sie von der 400- auf die 100-Meter-Hürdendistanz gewechselt.
Well, I usually do both events in college. Damals im College habe ich beide Distanzen bestritten. Im Laufe der Zeit wollte mein damaliger Coach, dass ich nur die längeren Distanzen bestreite, was ich folglich leider auch tat. Grundsätzlich war mir die kürzere Strecke aber immer schon lieber. Und deshalb habe ich mich nun entschieden, herauszufinden, wie gut ich über die 100 Meter noch werden kann. Ich liebe Challenges, aber das bedeutet harte Arbeit. Im Hochsprung sichert sich der österreichische Staatsmeister Lionel Affan Strasser mit einer Höhe von 2,13 Meter den zweiten Platz. Sieger im Hochsprungbewerb ist der Ukrainer Vadim Kravchuk. Rang 3 holt der Tscheche Adam Rybak. Zweiter wird auch Endioras Kinley, allerdings im Dreisprung. Der 20-Jährige unterliegt mit einer Weite von 15,27 Meter lediglich dem Tschechen Juri Vondracek. Dritter wird der Tscheche Matus Pospisil. Auch auf der längsten Strecke der 1500 Meter Distanz laufen zwei Österreicher aufs Podest. Morgan Schusser wird mit einer Zeit von 3,53,79 Zweiter und Tobias Rattinger mit nur einer Sekunde Rückstand Dritter. Den Sieg holt der Rumäne Nicolae Marian Coman mit einem Vorsprung von knapp 10 Sekunden auf die Österreicher. Für einen weiteren rot-weiß-roten Sieg sorgt Diskuswerferin Lea Bostjancic. Sie wirft den Diskus auf 47,59 Meter und gewinnt damit souverän vor den beiden Tschechinnen Leona Vargova und Sara Dočekalova. Beim heurigen Horst Mandl Memorial gibt es außerdem eine Premiere. Es waren ganz viele Highlights, natürlich die Natalia Eder, das meine Athletin, als die blinde paralympische Speerwerferin heute teilnehmen durfte. Parasportlerin Natalia Eder nimmt im regulären Speerwurfbewerb teil. Die sehbeeinträchtigte EM-Goldmedaillengewinnerin schafft eine Höchstweite von 37,39 Meter. In den restlichen Bewerben spielen die internationalen Stars ihre Stärken aus. Im 100-Meter-Sprintbewerb gewinnt bei den Männern der Jamaikaner O'Shane Bailey mit einer Zeit von 10 Sekunden 14. Zweiter wird der Slowene Matej Sustasic vor Jonas Hügen aus Deutschland. Bei den Frauen setzt sich die Jamaikanerin Shazely Forbes mit einer Zeit von 11 Sekunden 11 durch, vor ihrer Landsfrau Jura Levi. Dritte wird Milana Tirnanic aus Serbien. Meine Saison ist bisher super gelaufen. Ich bin tatsächlich überrascht. Ich genieße die Saison in Europa. Das Podest über die 200 Meter Sprintdistanz ist beinahe ident. Forbes gewinnt mit einer Zeit von 23 Sekunden 30. Levi muss sich erneut geschlagen geben. Dritte ist diesmal allerdings die Münchnerin Marina Scherzl. Bei den Herren setzt sich über 200 Meter Ramil Guljev durch. Er läuft die 200 Meter in 20 Sekunden 40. Dahinter belegt Juri Polak den zweiten Platz. Der Deutsche Jonas Hügen läuft mit 20 Sekunden 80 eine neue persönliche Bestzeit und wird Dritter. Race is not bad.
Das Rennen war nicht schlecht, das Ergebnis ist okay. Man konnte sehen, dass ich zum Schluss hin ziemlich alleine gelaufen bin. Für mich war der Bewerb eine Vorbereitung für die EM. Wir haben gut trainiert und jetzt hoffe ich, dass ich dort performen kann und Gold hole. Der Welt- und Europameister verliert über österreichische Leichtathletik-Events nur gute Worte. Normalerweise trete ich jedes Jahr bei Wettkämpfen in Österreich an. Mir gefällt es hier sehr. Es ist immer eine gute Stimmung. Die Leute sind super. Das Wetter ist perfekt. Ich kann hier einfach meine beste Leistung abrufen. Perfect for me, for showing result. Das Top-Meeting ist somit auch heuer wieder ein voller Erfolg. Neue Bestmarken werden aufgestellt. An der EM-Form wird's gefeilt und dies wird mit einer guten Stimmung im Askö-Stadion in Graz-Eggenberg abgerundet. Das Horst Mandl Memorial ist eine würdige Generalprobe für die am 15. August startende Europameisterschaft in München.